Alter, was geht ab, Leute? Auf dem Weg zur Raid-Stunde. Ist erst in einer Stunde, aber mach schon mal ein paar Arenen. Sag mir nicht, das ist ein Pokestop geworden. Achso, nee, okay. Ich würde sagen, das hier, weil das ist doch Privatgelände. Bei meiner alten Arbeit, was heißt alte Arbeit? Ich arbeite eigentlich immer noch für die, aber halt nicht mehr vor Ort. Und seitdem ich nicht mehr hier vor Ort vorbeischaue, gibt es 6 neue Arenen, 5 neue Arenen, aber 6, die ich noch auf Gold brauche. Eine von den Arenen habe ich damals nie auf Gold gemacht, weil die war ein bisschen weiter weg. Das war noch hinter Pro7. Wir sind hier übrigens in Unterföhring, hinter der Medienallee. Dachte ich mir, ja, okay, mache ich nicht. Und ja, jetzt brauche ich die doch noch auf Gold. Plus 5 weitere. Ja, jetzt wo so viele neue dazugekommen sind, dachte ich mir, yo, vielleicht machen wir hier mal die Raid-Stunde. Und wenn es gut läuft, jede Raid-Stunde, bis sie halt auf Gold sind. Und ja, genau, das ist der Plan heute. Euch viel Glück, viel Erfolg. Schreibt in die Kommentare, wie es so bei euch lief. Habt ihr einen guten Bogios bekommen? Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Auf geht's! Erste neue Arena. Spielplatz, ja. Macht Sinn. Kommen viele durch. Hier gibt es eine Menge. Sehr, sehr fleißig unter Vögeln. Ich wünschte, bei mir, meine Stops würden mal durchkommen. Ja, man ist halt nicht so motiviert, wenn bisher noch nie was durchgekommen ist. Jetzt schon ein paar, ja, Hong, deine Einreichungen sind kacke. Nee, die wurden auch nicht abgelehnt. Also da gibt es gar keinen Fortschritt. Weder Ablehnung noch Einreichung noch akzeptieren. Einfach gar nichts. Einfach Stillstand komplett. Egal wie neu es ist, also auch die alten Sachen, man munkelt ja, die alten Sachen sind irgendwie verloren gegangen. Auch die neuen Sachen, die ich letztens mal eingereicht habe. Ich sag letztens, aber das ist auch schon wieder 3, 4, 5 Monate her. So schnell vergeht die Zeit. Es passiert einfach gar nichts. Egal welcher Account ich einreiche, also Main oder Kleiner oder egal wo. Direkt bei mir um die Ecke oder ein bisschen weiter weg. Egal wie lange das schon her ist. Es passiert einfach gar nichts. Und ja, da hat man halt nicht so wirklich viel Lust, wenn sich da eh nichts ergibt. Hoffentlich passiert da irgendwann mal irgendwas. Dann wäre ich wahrscheinlich auch motiviert, noch ein paar Sachen einzureichen, denn ich habe noch ein paar Sachen im Visier. Schaut's mal, Leute. Ein gutes Zeichen. 100er Bogios. Zweite neue Arena. Also, zweite für mich. Ja, ist eine gute Arena. Und die andere neue Arena. Wieder ein Spielplatz. Ist sogar ein richtig cooler eigentlich. Ihr seht, Wetter ist richtig leiden, aber Pirates ziehen wir trotzdem durch, vor allem für die neuen Arena-Punkte. Muss, Alter, muss. Und die letzte. Nee, nicht ganz. Wie gesagt, die eine da, die noch weiter hinten war, hinter Pro7. Und neben der hinter Pro7 ist auch noch eine. Also die machen wir heute aber nicht mehr. Hier ist ein Alola Knogger. Ich versuch's mal wieder zu zweit. Eigentlich schaffe ich den immer nur mit entweder irgendeinem Event-Boost oder Wetter-Boost. Aber vielleicht haben wir uns ja gebessert. Was weiß ich, vielleicht klappt es auch. Blend's hier neben mir nochmal ein. Das war echt in letzter Sekunde. Wirklich die letzten Sekunden. Aber jetzt, wo ich es weiß, wobei, der Kleine hat halt nicht so viele Kyogre. Und die meiste Zeit hat er auch mit Gestein gekämpft und wir haben gerade Gestein-Wetter-Boost. Ich wollte gerade sagen, rein theoretisch könnte ich es jetzt ja immer schaffen, aber das war schon knapp und kleiner Wetterboost mit Gestein. Aber egal, wir haben es geschafft. Es ist kalt, Leute. So, Raid-Stunde
Er läuft eigentlich noch eine Viertelstunde, aber das war's. Es sind 3 Raids zustande gekommen. Letzte Woche war schon leidend. Aber, ja, immerhin 3 Raids, weil lustige Leute und 3 Raids auf 3 neuen Arenen. Also, noch 29 Mal hierher kommen, dann sind die Arenen auf Gold. Ja, schauen wir mal. Aber, sehr aktiv die Leute hier, tauschen sich auch die ganze Zeit aus. Boah, ich habe das eingereicht, wir müssen das in der Zelle und dies, das. Und ja, wir müssen da noch und die. Boah, richtig krass. Also, ich bin beeindruckt. Hier wird es in Zukunft, glaube ich, noch weit aufblühen. Also, ich bin gespannt. Heißt aber auch, dass ich hier dann noch öfter vorbeikommen muss. Ja, Glückstasche habe ich auch endlich erledigt mit einem Kollegen hier, der hier wohnt. Und ja, das blende ich auch nebenbei ein. Einfach ein Plussel für die Sammlung, abgehakt, shiny lucky Plussel. Sammlung macht sich. Wir sind bei Tag 13 oder sogar schon 14 oder sogar schon 15 von shiny lucky Trades hintereinander. Und die Liste geht noch weiter. Es kommen jeden Tag neue lucky Freunde dazu. Update wird folgen, Leute. Ich glaube, das war's. Wir packen es jetzt heim. Vielleicht gibt es noch irgendwas Neues zu erzählen. Wenn nicht, dann kommt noch ein Outro. Wir sind wieder zu Hause und ja, war keine so tolle Idee von mir, da zu raiden. Aber was soll man sagen? Ich brauche heute die Agenda noch auf Gold. Ich dachte, ja, okay, ziehen wir es jetzt jeden Mittwoch durch, aber die Heimfahrt hat länger gedauert als die Raidstunde an sich vor Ort. Und wenn da meine Agenda so blockiert ist, dann ist schon mal ein Minus. Ich brauche da halt die 5 neuen Agenten und 4 davon sind halt auf der Raid-Tour, sag ich mal, und 2 davon, eine alt, eine neu, sind irgendwo hinten in der Ecke. Keine Ahnung, Mann, was ich damit mache jetzt. Auf der einen Seite Voice halt auf Gold, auf der anderen Seite habe ich halt gar keinen Bock auf die. Schauen wir mal. Vor allem, die sind sehr, sehr aktiv da drüben da. Neues Software eingereicht. Und wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt die neuen Agenten auf Gold mache und dann kommen irgendwann wieder neue Agenten. Also erstmal chillen. Ich glaube, das wird so ein Jahresprojekt. Wir sehen uns in einem Jahr nochmal und dann gebe ich euch ein Update, ob die Agenten Gold sind oder nicht. Aber ich kann vielleicht einmal alle 2 Wochen, einmal im Monat oder so vorbeischauen. Lang halten tut die Arenen auch nicht. Ich werde da direkt rausgekickt dann, sobald die Raid-Stunde vorbei ist, weil die Arenen gehören ja den Ansässigen dort und die dulden halt keine Fremden. Wieso auch? Arenas vor der Haustür wird sich gegönnt. Deswegen ist auf jeden Fall ein leidendes, langes Projekt. Manchmal denke ich mir, scheiß auf Arenen und das würde mir so viel Leid ersparen, aber ich stecke jetzt schon zu tief drin. Auf jeden Fall ist heute Raid-Stunde. Gestern war Raid-Stunde, sorry. Gestern war Raid-Stunde, heute ist Wunder-Bonus-Stunde. Aber es gibt heute als Bonus Doppel-EP für Raids. Das heißt, wenn ihr einen legendären Raid macht, 20.000 EP mit Glücksei 40.000, was gar nicht so schlecht ist. Problem ist, es ist nicht die Raid-Stunde. Und viele regen sich auf, hey, wieso gab es den Bonus nicht gestern? Das wäre perfekt gewesen. Weil ohne Raid-Stunde gibt es halt nicht so viele Raids. Wie viele Fünfer kann man in einer Stunde machen? 3, 4... Was jetzt nicht sehr überragend ist, das sind sogar 2 Glücksseier dann bei Stunde. Die Glücksseier hätten nur eine halbe Stunde. Also erstens hätten sie, wenn dann zum Beispiel noch als extra Bonus geben können, Glücksseier hält eine Stunde. So könnte man das mit der Wunderbonusstunde kombinieren. Und zweitens, ja, was bringt das? Viele gehen sich auch auf, boah, Level 40er, voll unnötig und so. Ja, EP ist jetzt schon eines der uninteressantesten Boni, aber es gibt immer noch Leute, die EP brauchen, weil sie nicht Level 40 sind. Es gibt immer noch Leute, die EP brauchen, weil sie EP jagen und ihre Statistik da erhöhen wollen und immer noch im EP-Rennen sind und sowas. Also, falls es euch nicht juckt, dann könnt ihr auch ganz einfach nicht zocken. So machen das normale Leute. Wenn einem irgendwas nicht taugt oder nicht juckt, die ignorieren das und machen das nicht. Anstatt sich irgendwo irgendwie im Internet darüber aufzuregen. Euch juckt EP nicht? Ratet's mal. Ihr müsst die Stunde nicht mitnehmen. Wow, verrückte Idee, oder? Aber, obwohl mich EP nicht jucken, ich nehme die Stunde auf jeden Fall mit, denn ich habe vor, mehr zu livestreamen, vor allem draußen. Heute ist wieder IRL Livestream. Ich treffe mich mit einem Kollegen, wir machen 1-2 Raids, schauen wir mal, was so geht. 18 Uhr, kurz vor 18 Uhr sind wir live, schaut vorbei. Und ja, gechillter Abendspaziergang wieder, genau wie die Rampenlichtstunde. Schaut vorbei, falls ihr nicht selber am Zocken seid. Und ansonsten, schreibt in die Kommentare, wie eure Rage schon so war. Meine war richtig leiden. Ich kenne mich hier übrigens Trump. So ein Asiate, der zockt Age of Empires 2 gerade. Erinnert mich an die alten Zeiten. Ich habe das Spiel auch geliebt. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter.
Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist dieses Business.